Auch wenn die Großen rüberbeißen können, aber dann haben die Türme wenigstens ein bisschen Zeit, das Kleinvieh wegzuschießen. Lasertürme. Bitteschön, bitteschön. Bitteschön. Oh, hier zwischen auch noch was. Und dazwischen auch noch was. Und bam, so. Zug vorlassen. Und ab nach Hause. Hm, wir könnten noch einen Fusionsreaktor bauen. Ich denke nicht, dass zwei Fusionsreaktoren in so ein MK2-Suit reinpassen. Oder ob es überhaupt Sinn macht, aber müssen wir dann gucken. So, also ich sehe hellblaue Tränke, ich sehe keine lila Tränke. Okay. Geht man da rein und macht tolle lila Tränke. Da kommt Zeug. 150 Solar Panels. Komm her, Jungs. Und ein paar Akkus. Also das war schon mal eine super Investition. Nicht viel Arbeit und gleich bam, viel Zeug. Wie schaut es hier hinten aus? Nur die allererste Stufe arbeitet. Weil keine roten Chips da sind. Ja, dann nehmen wir nochmal von den großen Chips weg und gib's den kleinen. So, Robin Hood mäßig, da. Haben wir denn kaum noch rote Chips? Nö, haben wir nicht, okay. Das sollten wir ändern. Grüne Chips, rote Chips hier. Ihr seid durchgehend am Arbeiten? Ja, seid ihr. Sogar mit Speed-Modul, was eigentlich Energieverschwendung ist. Aber wir haben es gerade, ja. So, so. Strom hält sich. Oh, und wir können unser Pattern wieder bauen. Ach, sehr schön. Nee, nicht einzelne, sondern das Pattern-Ding hier. Genau, so. So. Komm, Skynet. Zeigt mir die Macht deiner Roboter. Und die Rüstung ist fertig erforscht. Sehr gut. Was hätten wir jetzt noch gerne? Robotergeschwindigkeit oder mehr Zeug? Ich glaube, mehr Zeug bringt mehr. Braucht natürlich auch mehr Forschungsdinger, aber das ist ja nicht mehr so wirklich ein Argument. Inserte Item Stack Size. Theoretisch ist es ganz praktisch zu haben, jetzt wo wir die Bahn benutzen. Ich weiß nicht, wie viel Unterschied das macht. Ich mache lieber mehr Shotgun-Schaden. So, gib ihm. Da ist ein Baumweg. Baum. Du, weg. Baum, weg. Oh, und wir sollten die Kisten für die Akkus und die Solarpanels zu einer passiven Provider-Chest machen. Damit die Roboter das gleich rausnehmen können zum Aufbauen hier. Weep, weep, weep. Ja, nerv, nerv, nerv. Da weg, da weg. So, bau, 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 bau. 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 So, Kiste. Ich brauche irgendwo eine Kiste, wo ich meine 50 Solar Panels reinschmeißen kann. Da zum Beispiel. Rein, rein, rein. Strommasten, die wir auch irgendwo brauchen. Also ich stelle mal kurz Strommasten her. So. Ja, ganz viele Bauchroboter, sehr schön. Akkus rein. Strommasten rein. Und bam, 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 bam. 18. Was? Okay. 18 Megawatt allein durch die Solarpanels. Sehr gut. Was wollten wir jetzt noch machen? Genau, rote Module wollte ich im Auge behalten. Das war falsche Taste. Sonst irgendwas kaputt gegangen? Nee, okay. Alt wollte ich drücken. Wir haben immer noch 1.800 grüne Module, nicht genug rote Module. Okay, dann bauen wir einfach noch eine von den Fabriken. Hier. Die nehmen sich... Ja, wie war das? Einmal von innen das. Und von außen ein. Da brauche ich noch zwei davon. Von außen ein und bring einen nach draußen. So, und du stellst bitte her rote Chips. Und bekommst
Eigentlich auch zwei Speed-Module, aber die habe ich gerade nicht. So, hier, baue zwei Speed-Module. Und das müsste jetzt ein wenig den Output erhöhen. Skynet ist mal wieder aus. Und die roten Chips kommen bitte woanders hin. Haben wir noch irgendwo rote Chips rumliegen? Wahrscheinlich nicht. Bei den blauen Chips oben vielleicht, aber wir brauchen auch blaue Chips. Ich denke, da wird nicht wirklich viel im System rumlungern. Ne, 14 Stück. Ja. Bist du durchgehend am Arbeiten? Nein, weil du kein Sulfuric Acid hast. Ach, wir hatten das Ding gekappt, ne? Weil ich dachte, boah, wir haben so viel Schwefelsäure, das muss nicht mehr hergestellt werden. Ja, nee. Jetzt schon. Also nimm bitte so ein Rohr und stell das wieder an. Und schon fangen die wieder an zu arbeiten. Ja, sehr gut. Also blaue Chips arbeiten wir gleich wieder, damit wir wieder blaue Chips bekommen. Trotzdem klaue ich mir mal 50 rote hier, um das in den Modulen hinzubekommen. Weil ich will meine MK2-Rüstung haben. Stampf, Luftanhalt und was da noch alles zugehört. Da. Haben wir überhaupt schon irgendwo... Oh! Wir haben jeweils einen schon mal fertig. Sehr gut. Das ist ein Anfang. Du kriegst die Hälfte. Du kriegst die Hälfte. So, oben wird angegriffen, aber nur Mauern beschädigt. Das können wir ignorieren. Gut, also ihr arbeitet weiter, aber seid nicht so effektiv. Ja, rote Chips. Also, wenn rote Chips fehlen, bauen wir einfach noch eine Fabrik. Wir haben es ja. Die Dinger brauchen wir ja nur. Grüne Chips, Kupfer und Plastik. Auf was bist du eingestellt? Auf 100, das ist gut. Was macht Draht? Draht hält sich bei 560, können wir so auch lassen. Okay. Ihr seid alle durchgehend ausgelastet. Nee, du nicht. Warum bist du nicht ausgelastet? Weil kein Kupferdraht da ist. Okay, das ist ein Problem. Dann hätte ich gerne noch eine Requester Chest mit noch einem blauen Ärmchen. So. Und du bringst dann gleich Kupfer. Ich hätte die roten Chips nicht alle reinschmeißen sollen. Ja, also da haben wir gleich auf jeden Fall mehr Kupfer da, damit auch die dritte Fabrik arbeiten kann. Und dann muss ich gucken, ob eine vierte Fabrik überhaupt lohnt. Oder ob die Ressourcen nicht schnell genug hinterherkommen. Ja, okay, das muss kurz warten. Skynet ist aus. Forschung ist soweit okay. Wo bist du, gutes Stück? Da bist du. 200 blaue Chips werden dann auch noch fehlen. Stahl-Energie-Fakt ist okay. Ja. Oh nee, die blauen Chips werden gar nicht fehlen, weil ich habe 170 davon schon vorsichtshalber mal ins Inventar gelegt gehabt. Die ist natürlich auch schick. Haben wir hier genug für alles? Ja. Ja, warte mal. Ich mache das mal so, dass ich auf jeden Fall genug blaue Chips habe. So, 200 blaue Chips. Kommst mit. Kommst mit. Und ich wollte irgendwas hier noch zu... Nee, nicht hier. Ich wollte hier unten bei den Dingern. Ach, die sind ja schon im System mit passiven Kisten. Das heißt, die Roboter haben sich die Sachen hier schon rausgenommen. Ah, okay. Dann ist das ja alles okay. Was ich auch noch machen könnte, wäre eine Fabrik für die Strommasten. Aber es ist gerade nicht ganz so wichtig. Und was macht ihr? Ihr holt wieder Zeug von der Bahn ab, hm? Wie viel Kupferzeug haben wir eigentlich im System gerade? 30.000 Kupferplatten. Wir haben jetzt kaum noch Eisen. Okay, Jungs, ihr wisst, was das heißt. Wow. Wir arbeiten ganz schön viele von euch nicht mehr. Weil wir kein Kupfererz haben. Okay. Jungs, Planänderung. Ihr macht doch wieder Eisen. Und jetzt mache ich Shift rechts. Shift links, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links. Dann komme ich nicht an. Shift links, Shift links. Ihr macht alle wieder Eisen. Okay. Shift links, Shift links, Shift links, Shift links. Shift links, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links.
Das sind ganz schön viele Schmelzöfen. Und alle nehmen wieder Eisen. Haben wir genug Eisenerz? Ja. Eisenerz haben wir 40.000. Das heißt, jetzt sind definitiv alle Roboter ausgelastet. Erstmal werden die Bahnen leer gemacht. Und sobald die Bahn leer ist, werden sich alle Eisenerz schnappen und das hierher bringen. Okay. Das wäre jetzt peinlich, wenn wir so nah am Hightech-Ende demnächst wieder ein Eisenplattenproblem bekommen würden. Was wollte ich noch machen? Genau, ich wollte hier oben die Requester-Chest bauen. Du bau blaue Kiste. Hatten wir schon, aber egal. Blaue Kiste dahin. Shift rechts, Shift links. Jo, sehr gut. Wir haben genug Kupferdraht. Daran sollte es also nicht hapern. Also warum nicht einfach noch eins davon hinbauen? Shift rechts, Shift links. So, jetzt haben wir auf jeden Fall immer genug Kupfer auf dem Fließband, theoretisch. Praktisch arbeiten trotzdem nur die beiden gerade. Ja, jetzt geht's, jetzt geht's. Okay, vierte Fabrik. Du, dahin. Jetzt kommen die Ärmchen wieder. Ein blaues Ärmchen, ein rotes Ärmchen rein. Ein rotes Ärmchen raus. Und du stellst bitte her, rote Chips. Und kriegst auch zwei Speed-Module? Nö, kriegst du nicht. Kriegst du nicht. So. Wusel, wusel, wusel. Ganz viele Tränke, ganz viel Forschung. Hier, nimm mal noch mehr davon. Damit es auf keinen Fall zu irgendeinem Stau kommt. Strom? Fragezeichen? Strom ist vollkommen okay. Gut. Das heißt, es hängt jetzt alles nur noch an den Dingern, dass die irgendwann mal unsere schönen Module herstellen. Und es hängt wieder an euch. Rote Chips müssten jetzt aber ankommen, richtig? Richtig. Das heißt, wir stellen euch mal auf weniger. Damit die produzierten roten Chips auch wirklich jetzt da ankommen und nicht irgendwo hier, wo sie gar nicht mehr gebraucht werden. Genau, dich stellen wir auf 20. Euch stellen wir mal runter. Das ist viel wichtiger. So. Was machen wir denn in der Zwischenzeit? Wir könnten wieder losgehen, Aliens töten. Aber das ist mau. Ich glaube... Das ist doof. Also, ne, ihr habt schon mitbekommen, mir liegt nicht mehr so wirklich viel an der Basis. Man könnte noch tierisch viel optimieren. Aber mir geht es jetzt darum, das Vanilla-Spiel quasi abzuschließen. Klar, man kann auch viel mehr machen im Vanilla, aber nicht mehr so viel erforschen. Und es geht eigentlich nur noch darum, dann noch mehr zu bauen, noch mehr zu optimieren. Aber an Inhalt ist generell nicht mehr da. Und ich stehe jetzt wirklich auf die ganzen Mods. Das heißt, wenn wir halt die MK2-Rüstung haben, geht's los mit dem Töten. Töten, 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 töten. Dann bauen wir die Abwehranlage und müssten dann spieltechnisch durch sein. Und da wir halt schon so nah dran sind, durch zu sein mit dem Spiel, fehlt mir die Motivation, Kleinkram zu optimieren. Also jetzt die Bahn weiter auszubauen oder die ganze Basis mal zu Ende zu bauen mit den Solaranlagen und den Akkus, alles in richtiger Formation. Es ist zwar alles schön, dass es dann einheitlich aussieht, was ja auch mal geplant war, aber da fehlt einfach die Motivation. Das werden wir in einer neuen Basis hoffentlich von vornherein mit einem ähnlichen Muster machen. Also zumindest die Außenanlagen. Und dann kann ich mich da austoben, was gut aussehen aussieht und so weiter. Genau, Roboports. Roboports könnten wir auch noch viel, viel mehr bauen. Und theoretisch eine Fabrik, die Roboports für uns baut, was ganz schön dekadent ist. Aber nicht jetzt, nö. Das heißt, ich denke, ich mache vielleicht sogar mal wieder einen Zeitraffer, bis die Dinger hier fertig sind und melde mich dann wieder, wenn wir die MK2-Rüstung haben. Oh, hier fehlt Licht. Das kann ich noch kurz machen. Und dann werde ich einfach eine halbe Stunde hier rumstehen, warten, bis die Dinger fertig sind und dann mich wieder melden, wenn die Rüstung fertig ist. Dann stellen wir alles hier in der Basis soweit ein, dass die Maschinen genug Rohstoffe haben, um die letzten Forschungsdinger zu erforschen. Und da verbringen wir so eine Stunde damit, riesige Alien-Basen in die Luft zu jagen mit unserer super-duper-Rüstung.
Und während wir halt Aliens töten, geht die Forschung durch und das Spiel wird dann irgendwann fertig sein. Das ist jetzt so der ungefähre Plan für die nächsten, ich schätze mal so 5-6 Folgen. Und dann geht's los mit Ditech und F-Mod und Rubber Tree Mod und was es da alles gibt. Da muss ich mir noch ein schönes Paket zusammenbasteln. Falls ihr also dafür, für den nächsten Run, noch Ideen habt, immer her damit. Also ich hatte mir überlegt, ja, es soll wieder Roboter geben, aber nein, es soll nicht alles komplett robotisiert sein. Das ist nicht so super effektiv. Klar, sieht toll aus, aber es geht wesentlich effektiver. Das heißt, wir werden ähnlich aufbauen, wahrscheinlich, das ist mein momentaner Plan, wie in der alten Basis, die ich schon ein, zwei Mal gezeigt hatte. Also Fließbänder für die Rohstoffe und von den Fließbändern gehen in die Fabriken ab, die dann ihre Produkte herstellen, die dann auf anderen Fließbändern langlaufen. Und die Fließbänder sind alle parallel zueinander nach oben. So hat man eine riesige Fabrikstraße. Und die werden halt untereinander verbunden durch unterirdische Fließbänder. Oder später Roboter, je nachdem. Und so kann man immer schön auf einen Blick sehen, wie viele Ressourcen man hat, wo sich was staut und so weiter. Das ist, glaube ich, wesentlich praktischer als hier. Und es kommt nicht zu diesem Fauxpas, dass man 60% der Folge immer nur von Kiste zu Kiste rennt, um Sachen aufzufüllen. Da haben sich ja doch ein, zwei Leute beschwert, in Anführungszeichen. Und für mich war es auch nicht so super toll. Aber ich hatte halt auf die Roboter gestiert. Also, das werde ich wahrscheinlich anders machen. Aber falls ihr noch allgemein andere Hinweise habt, was man so machen könnte im nächsten Playthrough, wäre jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, mir das zu sagen. Weil wenn ihr dieses Video seht, werde ich wahrscheinlich schon das Video abgedreht haben, womit Vanilla durch sind. Weil ich bin ja immer so 4-5 Folgen voraus. Also, Was haben wir hier? Rocket Defense. Das ist das Ding, was wir brauchen. Ach du Kacke. Das ist das Ding, was wir brauchen, um das Spiel abzuschließen. 50 Speed-Module. Okay, also wir werden sehr lange Aliens töten müssen. Bis das fertig erforscht ist. Ah, ist ja krass. Das ist einfach nur noch Grinden am Ende. Na gut, wir brauchen Rocket Shooting Speed 5 dafür. Also fangen wir damit schon mal an. Research. Wir brauchen also noch so eine Reihe für die lila Module doch. Also für die rosa Module. Brauchen wir zwar nicht jetzt für die Rüstung, aber später für das Rocket Defense Ding. Und das, was ich gesagt habe von wegen 5 Folgen, ich glaube, das werden doch dezent noch mehr werden. Außer ich mache wieder Zeitraffer drin. Und wir machen ja eigentlich nichts mehr, außer warten, dass genug Ressourcen da sind. Muss ich mir überlegen. Aber wie gesagt, eure Kommentare sind immer gern willkommen. Her damit, was ihr an Ideen habt für den nächsten Playthrough, was wir jetzt noch machen können, bevor wir dieses Spiel beenden. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich genug Module habe für die MK2-Rüstung. Also bis denne.